mit dieser Sektion, in der wir zwei Dinge eigentlich zusammenfassen, nämlich einmal für das internationale Publikum, was im Juni nicht hier in der Thomas-Morris-Akademie sein konnte, wo wir ja im Rahmen des Projekts vorwiegend das Jahr 1923 und zwar in einheitlicher Perspektive in den Fokus gerückt haben. Und damit das die Ergebnisse dieses wirklich sehr schönen und fruchtbaren Workshops nicht an Sie vorbeilaufen, wird Frau Spiegler die Aufgabe übernehmen, diesen Workshop zusammenzufassen. Danach werden wir uns dann der Zusammenfassung des Workshops, des gegenwärtigen Workshops bis zu diesem Punkt, nämlich ganz kurz was zum Freitag sagen, aber dann vor allen Dingen zu den Sektionen, die Sie ja heute immer nur in einer Version sozusagen besuchen konnten. Dann tragen die drei Rapporteure vom heutigen Tag das Ganze nochmal zusammen. Aber zunächst mal lauschen Sie, weil im Juli war es hier wirklich spannend. Before I start to give my presentation, I would like to say something for our international guests. Michael asked me to give a brief summary of the historical examples or topics we discussed in regards to Leverkusen at the workshop in July. I'll have to admit that while preparing this presentation, I was under the impression, or I assume that more or less all of you speak at least to a certain degree German. So I prepared my presentation in German and only added English bullet points to the presentation. Of course, I had to realize during this workshop that, there are some of you who do not speak German at all, and I hope I can include you in my talk by giving a short, basically summary of my summary after every section. So please bear with me. I'll try to pinpoint the most important points after each section for you. I think I have to add that the main goal of my presentation is simply to give an impression of topics that might be interesting to talk about. It's in no way meant as a blueprint of some sort. So please just look at it as some sort of inspiration. Babylon und Leverkusen. So lautete vor kurzem in der hiesigen Lokalpresse ein Artikel, der sich mit den 20er Jahren beschäftigte. Das ist natürlich durchaus auch geprägt von der momentan sehr populären Fernsehserie Babylon Berlin. Und ist für uns hier vor allem natürlich insofern wichtig, als dass es zeigt, das Thema ist durchaus angekommen. Das Thema ist allerdings auch mit ganz vielen Bildern und Vorstellungen belegt. Und bei uns in Deutschland ist das immer irgendwie so ein bisschen rauschendes Großstadtleben zwischen Exzess und Elend, der Tanz auf dem Vulkan, alles irgendwie ein bisschen glamourös und auf jeden Fall mit ganz viel Großstadt. Wir aus Leverkusen wissen natürlich, wenn wir uns so ein bisschen mit der Geschichte der Stadt auskennen, dass wir das in der Form vermutlich eher nicht erwarten dürfen. Deswegen war dieser erste Workshop natürlich auch ganz wichtig oder ganz spannend, um mal ganz konkret zu gucken, mit was können wir uns thematisch eigentlich beschäftigen. Und das möchte ich heute noch mal kurz zusammenfassen, um so ein bisschen ins Gedächtnis zu bringen oder auch für diejenigen, die nicht teilkommen, erstmal so einen Einblick zu geben. Als Michael mit der Bitte an mich herangetreten ist, das zusammenzufassen, habe ich natürlich ganz lange überlegt, wie kann ich all die verschiedenen Vorträge irgendwie ansatzweise bündeln, dem Ganzen gerecht werden, und bin dann doch recht schnell zu der Erkenntnis gekommen, das wird nicht funktionieren. Ich kann das hier heute nicht in allen Details wiedergeben. Alle, die gut Deutsch sprechen, möchte ich in dieser Hinsicht nochmal auf die Videos verweisen, die auf den ganzen Vorträgen bestehen. Also da kann man sich nochmal detaillierter mit beschäftigen. Ich habe mich stattdessen entschlossen, Sie heute eher mitzunehmen auf meinen Reflexionsprozess.
also einen kleinen Fortschritt mit mir zu machen durch die Themen, die wir besprochen haben. Und wie gesagt, erhebe wirklich keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit und entschuldige mich an dieser Stelle schon mal bei allen Referenten, dass ich die ganzen Themen furchtbar zusammengekürzt habe und mich gleichzeitig auch noch hemmungslos aus den Präsentationen bedient habe. Und wo beginne ich jetzt meinen Fortschritt? Natürlich bei dem Thema, mit dem ich mich am besten auskenne, über das ich nämlich selber referiert habe. Und das, na? Noch aus? Eine Sekunde, der Pointer. Ah. Genau, also hier habe ich jetzt erstmal so eine große Übersicht von ganz vielen Themen und methodischen Zugriffen, die wir irgendwie mal angesprochen haben. Ich möchte jetzt aber konkret einsteigen mit der Bildungs- und Kulturarbeit bei Bayer. Ich möchte an dieser Stelle gar nicht nochmal so genau aufsplitten, was da wann wie passiert ist. Für mich waren erstmal in den Überlegungen zwei Punkte ganz entscheidend. Also A, diese Kulturarbeit hat ihre Wurzeln schon im 19. Jahrhundert. Also quasi mit Übersiedelung Bayers auf die grüne Wiese bei Niesdorf beginnt man dort auch eine Kulturarbeit oder eine Bildungsarbeit zu führen. Und das Ganze wird aus einem sehr konservativ-pädagogischen Gedanken verfolgt. Also Volksbildung ist da das Stichwort. Wir wollen den Arbeiter auf ein bestimmtes Niveau heben. Und das Interessante ist, dass diese konservative Form der Kulturarbeit, die sich tatsächlich auch in einem sehr konservativen Programm mit viel klassischer Musik niederschlägt, quasi über den gesamten hier betrachteten Zeitraum beibehalten wird. Also da ist in den 20er Jahren beispielsweise wenig mit Form neuer Kunst, neuer Musik, mit Modernität. Und das erstaunt uns. Ich glaube, das erstaunt uns insbesondere in Deutschland, weil wir es gewohnt sind, die Geschichte nach 1918 immer als eine Geschichte der Brüche zu erzählen. Das war es ja auch in vielerlei Hinsicht. Mit dem Ende des Ersten Weltkrieges haben wir ein ganz neues Gesellschaftssystem. Wo vorher eine Monarchie war, haben wir plötzlich eine Republik. Und das hat natürlich auch ganz viele Implikationen für den Einzelnen, ist aber auf der Mikroebene vielleicht gar nicht immer sofort so zu spüren. Beziehungsweise gibt es da ganz viele Kontinuitäten. Aber irgendwie, irgendein Bruch muss es doch da geben. Irgendwas muss da doch in dieser Zeit passieren. Und da ist es natürlich nun in dem Fall so, dass das heutige Leverkusen als Forschungsgegenstand für diesen Zeitraum ja gerade so spannend ist, weil Leverkusen am Anfang des Untersuchungszeitraums in der Form ja noch gar nicht existiert. Wir können da einer Stadt beim Werden zuschauen, also sind mehr oder weniger live beim sogenannten Citybuilding dabei. Was ist Citybuilding? Das umfasst all die Begriffe oder all die Prozesse, die dazu führen, dass wir irgendwann dieses hochkomplexe Gebilde Stadt mit seinen ganz spezifischen Lebensformen, mit seinen Wohnformen, mit seiner Infrastruktur, mit seiner Bürokratie, dass das irgendwie entsteht. Und inhaltlich kann man sich diesem Prozess natürlich auf ganz verschiedene Weise nähern. Hier habe ich jetzt mal drei ganz typische eigentlich an die Wand geworfen. Wir können das Ganze natürlich ganz klassisch als eine Geschichte der Institution beschreiben. Das wollen wir eigentlich nicht, das ist auch irgendwie schon mal gemacht worden und das ist meistens lediglich so eine Aufzählung, wann was wie beschlossen gegründet wurde, eigentlich nicht interessant für uns. Das kann man natürlich auch aus einer städtebaulichen Perspektive betrachten, aber auch das ist immer so ein bisschen schwierig, da werde ich später nochmal drauf zurückkommen, weil eben auch mit einem Auflisten, was wann wie gebaut wurde, ist uns eigentlich nicht wirklich geholfen. Wichtig für uns ist eigentlich der dritte Punkt. Der Punkt, dass wir immer nach Prozessen, also Ausdifferenzierungsprozessen eigentlich schauen müssen, die am Ende zu einem ganz spezifischen städtischen Way of Life führen. Und jetzt kann ich damit nämlich auch endlich zurück auf die Kultur- und Bildungsarbeit kommen, aber eben nicht mehr nur bei Bayer. War Bayer eben bis 1918, bis in die frühen 20er hinein, der Big Player auf dem Feld der Kultur- und Bildungsarbeit, so lag das ja vor allem darin, dass Bayer quasi der einzige Player war, den wir im Gebiet des heutigen Leverkusens haben. Jetzt in den 20er Jahren tauchen da plötzlich ganz viele neue Akteure auf. Also im ersten Workshop hat uns Frau Rüttermann beispielsweise die Musikschule in Leverkusen vorgestellt.
die ihre Anfangszeit auch in jenen Jahren hat. Herr Braun hat uns ganz viele Beispiele für Arbeiterkultur, Arbeitervereine, Arbeiterbildung gebracht, die plötzlich den Stadtraum bevölkern. Es ist verschiedentlich natürlich auch sind konfessionelle Institutionen, Vereinigungen, beispielsweise die Kolbenhäuser genannt. Also das Entscheidende, der Bruch für uns in den 20er Jahren ist weniger das, was in den einzelnen Institutionen passiert, als dass sich vielmehr das Gefüge der Akteure in der Stadt verändert, dass diese Akteure auftauchen, Stadtraum besetzen, ihn prägen und in dieser Form dann auch wiederum vom Stadtraum geprägt werden. Und bevor ich jetzt davon ausgehend weiter reflektiere, schiebe ich meine kurze englische Pause ein. I'll go back in my presentation, so I can give a short summary for you. At the first workshop, I was talking about the cultural and educational activities at Bayer during the interwar period. And it's not really important to discuss every single point. I have some dates for you at the presentation. The important thought, or what I got out of it, is basically that Bayer already started its educational work in the 1900s. It was a very conservative and, well, pedagogical work they were trying to implement. Yes, ma'am? Bayer is basically the big company, the big corporation, which is the reason there is the Leverkusen today. And during all the time we want to have a look at here, the educational and cultural work that didn't really change. It stayed very conservative also in the 20s, and well, the 30s are a little bit special. And I think it's important to note that we shouldn't just look at one institution, but we should rather look at processes surrounding this institution. We're now in the time period where Leverkusen starts to, come into existence, basically. We have a city really developing at this point. And so it's not really like we shouldn't just focus on this one institution, but we should look at the big picture. And then we see that during the 20s, we suddenly have many different institutions. For example, the Labour Party had their own educational program. The churches tried to penetrate the urban space in its own way. So we always have to look at the big picture and the structures to get an idea of what was going on. Damit auch wieder zurück aufs Deutsche. Ich habe ja in meinem letzten Abschnitt gesagt, dass diese neuen Akteure den Stadtraum durchdringen und prägen. Und das suggeriert natürlich schon, dass wir in dieser Zeit überhaupt erstmal sowas wie einen Stadtraum haben. Ich habe vorhin gesagt, dass so eine städtebauliche Annäherung immer ein bisschen schwierig sein kann, wenn man sich darauf beschränkt, quasi nur einzelne Daten zu nennen. Sie kann aber auch in vielerlei Hinsicht ganz fruchtbar sein. Nämlich dann, wenn wir darauf schauen, wer was wann mit welcher Intention baut und vor allem auch, wie das Ganze dann wahrgenommen wird. Bei unserem letzten Workshop hat Jan Sting einen sehr interessanten Vortrag zum Architekten Wilhelm Fähler gehalten, der zeitweilig in Leverkusen als Gemeindebaumeister tätig war, dort verschiedene Projekte realisieren konnte. Hier an der Wand sehen wir jetzt zum Beispiel das ehemalige Karl-Duisberg-Gymnasium. Und in dieser Hinsicht ist es jetzt nicht einfach nur spannend zu sagen, okay, da hat man jetzt irgendwie Schulen in Leverkusen gebaut, sondern das ist natürlich ganz spannend zu gucken, wie hat man Schulen gebaut. Wilhelm Fähler sieht man ja ganz eindeutig, ist ein Vertreter dessen, was wir heute vielleicht klassische Moderne nennen. Also Form follows Function ist da ganz wichtig. Da sind Einflüsse, die wir beispielsweise aus dem Bauhaus kennen, vom niederländischen Style. Und da müssen wir uns jetzt natürlich die Frage stellen, was sagt es über eine Kommune, wenn sie ein
Architekten, einer Vertreter dieser Stilrichtung beauftragt. Genauso interessant ist aber natürlich zu gucken, was sagen denn die Leverkusener und Leverkusenerinnen zu dieser Art von Bauwerken. Und da war das Beispiel einfach sehr, sehr schön, dass Karl Duisberg, nachdem diese Schule ja benannt worden ist, bei der Eröffnung wohl gesagt hat, das erinnert ihn eher an ein Gefängnis als an eine Schule. Und ich glaube, auch wir heute tun uns ja manchmal so ein bisschen schwer mit Bauten der klassischen Moderne. Wir haben damals zum Beispiel lebhaft über diesen Balkon diskutiert, den wir da sehen, der von Duisberg wohl eher so, von Fehler wohl eher so als Öffnung der Schule zum Stadtraum gedacht war, von ehemaligen Schülern dieser Schule, aber eher so als Panoptikum des Direktors empfunden wurde, der sie damit immer und überall im Blick hat. Also so vielleicht zur Frage, wie Architektur auch wahrgenommen werden kann. Okay, another short summary for the English-speaking people. When we look at architecture and urban planning, it's important that we do not look at a specific building, but we also always take into consideration what the architect or the planner was trying to communicate. We have in Leverkusen the architect Wilhelm Fehler, who realized several projects during the 1920s, for example, a school, which you can see on the two pictures on the right, and which is clearly influenced by what we would today call classic modernism. And I personally think, or we concluded, that it's always very important to ask questions like, why did the city decide to build a school by an architect with this certain style of building? And it's also very important to ask, how did the people perceive what was built? The school, for example, reminded Karl Duisberg, who actually gave his name to the school, more of a prison than a school. And also the balcony it got discussed if the balcony is actually an opening up of the building to the city, or rather a panopticum for the headmaster. So we think it's very important to always look at buildings and urban planning in the context. Dann bin ich auch wieder beim Deutschen. Nun haben wir hier wieder Phänomene, die natürlich sehr, sehr städtisch sind. Ne? Diese ganze klassische Moderne, die Stadtplanung, die Ausbildung von ganz vielen verschiedenen Akteuren, die da zusammenkommen in der Stadt. Was man dabei natürlich nicht vergessen darf, wir beziehen das komplette heutige Leverkusen in unser Projekt ein. Und damit nehmen wir natürlich auch Ortsteile in den Blick, die zu diesem Zeitpunkt eigentlich noch gar nicht Teil der Stadt waren und die vor allem hochgradig ländlich geprägt waren. Beim letzten Workshop hat uns das Stefanie Weyer am Beispiel Lützenkirchens deutlich gemacht. Lützenkirchen wächst in dieser Zeit natürlich auch, ist aber noch weit davon entfernt, irgendwie ein urbanes Gebilde zu werden. Ja, die meisten Menschen dort sind immer noch irgendwie in der Landwirtschaft beschäftigt, die meisten wählen dort eher konservativ, während wir in den bereits städtischen Stadtteilen auch natürlich große sozialdemokratische Wählergruppen, kommunistische Wählergruppen haben. Und überhaupt prägen wir hier noch die traditionellen Vereine des Dorflebens und ganz wichtig dafür, wer eigentlich dazugehört und wer nicht. Und wir sind es immer so ein bisschen gewohnt, die Beziehung Stadt-Land mit so einem Top-Down-Modell zu erklären. Das ist auch, ich glaube, da konnten wir uns leider auch nicht so ganz von frei machen, dass wir immer darüber sprechen, wie wird eigentlich auf dem Land das aufgenommen und verarbeitet, was in der Stadt passiert. Gasthäuser sind dabei zum Beispiel wichtige Belässtationen. Und ich würde gerne an dieser Stelle nochmal so ein bisschen dafür plädieren, dass wir uns den Blick davon vielleicht nicht zu sehr verstellen lassen. Denn ja, die meisten Menschen in Lützenkirchen sind vielleicht noch in der Landwirtschaft beschäftigt, aber es gibt eben auch schon viele, die beispielsweise in Opladen beim Bahnausbesserungswerk arbeiten, da mit Ideen in Kontakt kommen, aber selber diese Ideen auch anverwandeln und was in die Stadt hineintragen. Und ich denke, das ist einfach auch ein ganz wichtiger Faktor, den wir gerade bei der Frage nach Identitätsbildung, also ab wann haben wir denn eine städtische Identität, wie grenzen wir uns vielleicht auch von städtischer Identität oder von ländlicher Identität ab,
dass das einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, den wir nicht außer Acht lassen dürfen. For the English speakers, in the interwar period, Leverkusen wasn't the Leverkusen we know today, and many of the some parts which belong to Leverkusen today were still rather villages. It was, as I wrote, there were urban, but there were also rural areas which belonged to Leverkusen in this period, and those rural areas, like Lützenkirchen, for example, had their own specific structure and, of course, were in contact with the more urban parts of Leverkusen. So we have to ask, how did those rural areas perceive the city, and how did they actually incorporate or adapt modern urban ways of living and communication? And we should ask ourselves if the use of a top-down model where the city influences the country is really justified to use. Damit bin ich jetzt beim letzten Punkt. Wir haben ja auch schon so ein bisschen, habe ich gerade das Identitätsthema angesprochen. Und Identität ist ja ein ganz komplexes Feld. Identität kann man an alles anschließen als Begriff, was ich heute schon vorgestellt habe. Identität wird geprägt durch die Architektur, in der wir leben. Identität wird geprägt durch die Arbeitgeber, für die wir tätig sind. Identität wird geprägt durch die Religion, der wir angehören, etc. etc. Identität ist also sehr vielschichtig und seine Identität muss man sich immer wieder aufs Neue versichern. Und dies gilt für Gemeinschaften genauso wie für Individuen. Beim letzten Workshop haben wir uns unter anderem am Beispiel der rheinischen Jahrtausendfeiern angesehen, wie Identität durch gemeinschaftliches Feiern erlebbar gemacht werden kann. Kurz nochmal, was sind die rheinischen Jahrtausendfeiern? Also es bezieht sich zurück quasi auf das Jahr 925, als Lotharingen dem Ostfränkischen Reich, was im Verständnis der Zeit quasi gleichzusetzen ist mit Deutschland, zugefallen ist und vor dem Hintergrund der Ruhrkrise, der Besetzung des Rheinlandes durch französische und belgische Truppen, versucht man jetzt darüber eine gemeinschaftliche, bereits tausendjährige deutsche Identität und Geschichte des Rheinlandes zu konstruieren. Das passiert durch verschiedenste Eventformen, nenne ich es mal. Also es gab Wettkämpfe, Sportwettkämpfe, Konzerte, Umzüge, Ausstellungen etc. Und im Vortrag von Jörn ist damals eigentlich sehr schön deutlich geworden, dass gar nicht immer so klar war, welche Identität denn jetzt eigentlich tatsächlich präsent ist oder welche Identität man sich in Leverkusen, im Bergischen dann zugehörig fühlte. Also war man denn jetzt Rheinländer, war man Deutsche, hat man eher das Bergische betont, das war ganz interessant zu sehen. Jörn hatte da verschiedene Zeitungsartikel analysiert und eben gesehen, ganz so auf einen Nenner bringen lässt sich das gar nicht. Das ist, dass immer wieder ein neuer Aushandlungsprozess ist, was in dem Moment tatsächlich als eigene Leverkusener, Rheinländer oder deutsche Identität gesehen wurde. Und ich denke, Feiern ist eigentlich ein ganz netter Punkt, mit dem man immer ganz gut schließen kann. Deswegen würde ich den deutschen Teil meines Referats jetzt auch beenden, noch ganz kurz zwei, drei Worte auf Englisch sagen und dann wieder an Herrn Hasberg übergehen. The last point I want to discuss or I want to introduce to you was the topic of the Rheinische Jahrtausendfeiern and their impact on the identity of a Leverkusener identity maybe. Just a little bit to the background, in 1925 we were in the midst of the economic crisis in Germany. The Rhineland was occupied by Belgian and French troops. The inflation, well, was a traumatic experience for many German, or in this case many people from the Rhineland. And basically the authorities were searching for a way
to reinforce an own identity, a German identity. And they tried this by referencing back to 1925, when Lothar Ringen, which incorporated the Rhineland, became a part of the East French Empire, and in the understanding of the time, you could, well, East Francia and Germany basically was the same. So it was the try to construct 1,000 years of German identity in the Rhineland. And with certain festivities, it was tried to also display this identity. And actually, when looking at this topic, it became quite clear that identity isn't as easy as that. There are always certain sub-identities, there are always certain groups which want to distance itself from certain identities. The communists, for example, wanted everything but a certain German or Rhinelandish identity and called for demonstrations against all those festivities. So all in all, the point was that festivities, the civic festivities, are always interesting and fruitful for a discussion about identity, how people see themselves, or how people are supposed to see themselves. And that's enough from me now. If you have any questions, please ask. And if there aren't any questions, Professor Hasberg may take the microphone again. Zunächst mal vielen Dank für den Überblick. Wir haben gesehen, wie kompakt das war und viel kompakter auch war der Workshop, denn man muss ja bei der Summary immer etwas auch ausfinden, sonst erstmal hinter drei Tagen. Ja. Haben Sie noch Fragen? Or are there questions in our Zoom room? I think if I'm not enough. That's it, difficult. Yes, we have to mute the microphone because of our guests. Yes. You described the narrative of 1,000 years German Rhineland. On the other hand, we have distinct Brucia Rhineland narrative, which even goes into the 20s when the Ruhrkampf, a different kind of Ruhrkampf, saved the Weimar Republic from the first collapse when the Kampfputsch was here. And I don't see this Kampfputsch, for instance, and the reaction of the Ruhr people. Also the Rhinish people, which helped to defy this putsch. How has this taken part in the actual remembrance? It's always, you can tell a story of the Rhine for all times German, and on the other hand, the remembrance of how it was. We had a Rhinish thing, and even Carnival is to some extent a non-Burschen reaction, or there are elements inside. But it seems that it vanishes from the common perception of the time. Did you see anything during your research on this part? Please tell our audience in the Zoom room who you are. Erwin Fischer, I'm from Oulu in Finland, I'm working there, but on the other hand, I'm also from Hesha,
and from Wetzlar, which was a Prussian enclave and was connected to the Rhinelands in this period. I'm no expert, especially for this subject, so ich frage mal kurz auf Deutsch vielleicht nach, um zu spezifizieren, so ein bisschen, worauf Sie jetzt hinaus wollen. Also die Frage, wie rheinisches und deutsches Erinnern oder deutsche und rheinische Identität nebeneinander stehen, oder? I'm in a way fascinating by the fact that there was a pro-French Revolution notion inside of the Rhinelands, particularly, and this was switched over in a very short period to anti-French Wacht am Rhein and forever German and so on. And I'm fascinated by that. How did this happen? And in the same way, also these parts inside of the Ruhr area or the Rhineland area, that we had a Ruhrkampf against fascist or right-wing putsch, and it goes away, and we remember in some way only the Ruhrkampf against the Belgian and French occupation. So how does that work? I think that's exactly the point of what we should talk about during this project. Identities are extremely complex, and during the time we're discussing here, there are some separatists even in the west of Germany who want to split the west of Germany and basically do their own thing. But we at the same time have certain powers, of course, are very interested in strengthening a German identity. So I think that's exactly the point and what we can look at this project from a German perspective. Like, we don't have a clear vision or a clear direction actually at this time. There are many different things happening at the same time and many different identities at work at the same time. So, I don't know if you want to add something, but I cannot give you a definitive answer right now. It's just, that's exactly what we should look at, I think. Are there questions from our European participants? Identity is a very dangerous concept or term when you are thinking historically, because you have to differentiate between historical identity and identity, and there are always overlaps between identities. You can be a member of in your identity, you can be a member of a nation, of a town, of a city, of a movement, and so on. I think it's very, very complicated and very dangerous term or concept we use in historical sciences. Okay, now our task is to summarize the results of this present workshop. Yes, I think you don't see us. Okay, they were asking who is speaking. So they don't have any picture from us. Okay, I try to summarize the first day, the Friday. I think we have to consider three points, because there were three sessions this day on Friday. First, there was a political debate
the Green Deal to redelve with the importance of historical history or history education in the context of, in the local context and in the European context too. And as I observed, I think there were no big struggles between the, in the debate, but we mentioned very fundamental problems of history and history education. And this point, I think we have to regard on in our project too. I will summarize what were the positions, especially, but only summarize where we spoke about. There are very difficult approaches we saw. We have to regard in our project. Which is interested to produce a new medium and an identical concept for using history and for learn out of history. This is a very difficult formulation, of course. But I think we agreed in the point that history and history education are local tasks and tasks of nations, of course, which are realized in history education in schools on the one side, and history education is an important task for the European, for the European Union, and for the integration of Europe too. Since there is no doubt that we all agreed in these points. There are different approaches we can realize history education, and I think it's one of the positive points of our project that we do not only research the local history, but at the same time we try to distribute our results by producing this digital film kit and by producing a didactical concept for distributing, for delivering our results. This is one of the points I learned in this first session, but it's a very individual point of view, of course, and you can disagree and you have the possibility to pronounce this. The second session was concerned or was dealt with epochs as a concept of present, always a concept of present, which determines epochs from the values, from the present values, and therefore they are constructive concepts we use to orientate in historical, in the past times. You can say we need such concepts as epochs, but we must not agree in the point if we need this concept of interwar period, and you remember there was a very lively debate about this term for this epoch, for the time between 1918 and 1939. Jörg Mönich proposed to use interwar period in a skeptical and distant manner, overall to use it in a simple practical understanding. And I think we should follow this hint in our project, and perhaps we learn during our project that we do not need this this epoch, this term of epoch, interwar period, because we try to find a new approach which is not so near connected with war, but perhaps with other movements in this time. We already discussed on the women movement, labor movement.
so on. I think a very very important results from Georg Mühlig was that outside the German-speaking historiography, the term interwar period is not used, as proved by proving the handbook of European history. And the second point is, it is no, as an interwar period is no concept which is used in local or urban history. And therefore, I think we don't need this term. It's a practical concept we use for to contextualizing our project, but we can say we don't need it during the next 3 years, and it's not necessary that this interwar period is one of the words which will be the title of our results, of our film kit and our didactical concept. Last but not least, of course, in the last lecture on Friday, Wolfgang Schmale presented international conferences of the Human League and the Freimaurer. Ich habe wieder das englische Wort für Freimaurer vergessen. Ein Maurer. Free agents. Okay. He documented this conferences for to show the idea of the European integration, the concepts of European integration in the 1920s and 30s. And you see this in the end was that the results of the conferences was the results and the programs of the conferences differ not so very much from the ideas the European Union is based on. It's a very strong thesis, I think. We have to consider about this thesis if we will follow them or not, but it's not very important in the context of our project, I think. Another point, as a result of this lecture, in my opinion, is very important. In history sciences, it's not very modern to focus on ideas or on the history of ideas in the present, but it may be a fruitful approach in our project, I think, to focus on those ideas of woman emancipation, ideas of churches, of human leagues, of human non-government clubs, and so on, labor parties, idealistic movements, ideas, which are ideas which have to become concrete and have to be realized in local spaces. Because on the one hand, the ideas have to received in the local areas, and they have to realize in the local areas. For example, this 1923 in Jülich, this fest was the Freiheitsfeier. 1929, of course, because the occupation came to an end. We can research in our project how these ideas are realized in the local areas. How labor, one was the manifests in the beginning of May, the Labor Day, are celebrated in the different cities which are included in our project. What was, or in which way the women became part of society in the one or in the other city. This can be a
our project. And if we want to follow this approach, I think there is an advantage. We can bridge the distance between the European and the local level, and we can break the dominance of the national point of view. And I think this is a very big chance we should take to realize our project and to change the point of view from a national point, researching and narrating history to a local point of view, but with a bridge, I said, to the European point of view, and therefore well, this is maybe a chance in our project to make this or to make this bridging and to break the dominance of national perspective. And yet, and now this is a circle to the beginning. We have to speak about identities, not of towns and not of nations and not of European, but we have to discuss, we have to research and to discuss the overlapping of such identities or such perspectives. But I said already in the beginning, this is a very individual point of view. That is what I learned from the first day, from Friday. Perhaps you can add some other observations of this first three sessions, or you can disagree, and now you have the possibility to pronounce if you are different. Or if you agree, of course. Okay, it was a first summary, and you have to think about it, and perhaps there will be remarks or not, but they must not put in here now. Because we have to summarize two, the first three sub-sessions of the first session in this morning, it was something like a follow-up from the Friday sessions, because we had deeper insights in the local, national, and European perspective, and therefore I want to invite you to come to the floor, and you will make your summaries from me. Ja, wie der Herr Sasser gerade schon gesagt hat, haben wir mehrere Perspektiven uns heute Vormittag angeschaut. Mir fällt es dazu, jetzt einen kurzen Blick nochmal über die lokale Perspektive zu geben, was wir uns für Gedanken gemacht haben. Der Impulsvortrag kam dabei von Guido von Lücken zur Stadt Jülich. Und das hat uns gezeigt, dass lokal erstmal die Stadt Jülich sehr stark von einer Veränderung der Sozialstruktur geprägt war nach dem Ersten Weltkrieg und auch des politischen Spektrums. Und dass das zu einer starken Spannung aus der Stadt heraus geführt hat, innenpolitisch. Des Weiteren kam dann aber auch durch die Besatzung, der die Stadt dann unterlag, zu einer weiteren Spannung von den Besatzern verursacht. Das heißt, wir haben hier schon mal aus der lokalen Perspektive zwei verschiedene Ansätze, die zu Spannungen geführt haben und die man dann auch näher noch untersuchen könnte, dann auch vielleicht im Hinblick auf Umbruchstädte. Ein weiterer Punkt, den wir dann hatten, war auch, dass es immer wieder Veränderungen in dieser Zeit gab, auch Kontinuitäten, und das auch wieder ein Gegensatz war, der sich gegenüberstand.
das sich vor allem dadurch geäußert hat, ja, dass zum einen die Veränderungen auch durch die Zeit an einfach kamen und dass man aber auch sich immer wieder rückbesinnen besonnen hat, ja, auf die Gedanken von davor. Ja, Rückbesinnung auf Traditionen gegenüber Fortschritt, quasi auch als ein Gegensatz, aber halt auch als Kontinuität. In der Diskussion selbst hatten wir verschiedene Fragen, die wir quasi mitnehmen können in die weitere Arbeit mit dem Thema. Unter zum Beispiel jetzt, welche Auswirkungen die Entstehung von neuen Staaten auf die Stadtentwicklung hat. Da wäre ein Beispiel für unsere Partnerstädte auch, wenn die in den ja, neuen entstandenen Staaten quasi dann ja eine ganz andere Geschichte haben als die lokalen Perspektiven jetzt in Jülich beispielsweise. Auch der Einfluss über, nee, andersrum, aus dem zweiten Kurzvortrag, der jetzt nicht gehalten wurde, haben wir aber auch Fragen rausziehen können, zum Beispiel dann auch, welchen Einfluss Militärs und die militärische Besatzung auf die Stadtentwicklung hatte. Was nehmen wir mit aus der lokalen Perspektive? Um es einmal vielleicht kurz zusammenzufassen. Wir haben aus der lokalen Perspektive sehr viele unterschiedliche Akteure, die die Stadtentwicklung beeinflussen. Und das ermöglicht uns zum einen eine sehr detaillierte Untersuchung, die wir aber dann natürlich auch genau festlegen müssen, bevor wir sie angehen. Das heißt, die Themenbereiche, die wir quasi untersuchen wollen, müssen wir vorher genau definieren, um einfach das Spektrum nicht zu sprengen, sage ich mal, und nicht zu viele Themenbereiche mit reinzunehmen und uns da vielleicht auch zu verrennen. Also da ist die Aufgabe, dass wir die lokalen Perspektiven ja, genau definieren, bevor wir sie quasi ja, thematisch angehen. Jahres 1923 und
Daraus konnte beschlossen werden, dass das Jahr 1923 eines der Höhepunkte dargestellt hat in einer Reihe von vielen Krisen, die in den Jahren zuvor entstanden sind, und dass das Jahr 1923 auch zu einigen Schlüsselereignissen geführt hat, die daraufhin gefolgt haben, also nach 23, ab 1924, wie beispielsweise die Entstehung und Inkrafttreten des Dorfplans, der Vertreten von Locarno, und wir haben auch thematisiert Friedrich Eberts Rolle als Stabilisator in dieser krisenreichen Zeit, und daraus entstanden dann einige Fragestellungen, wie beispielsweise, ob die Zwischenkriegszeit eine Zeit geprägt von Krisen ist, und auch die Fragestellung stand im Raum, wie es anderen Nationen dabei ging, also auch im europäischen oder auch im globalen Raum, und ob es auch Staaten gab oder Nationen gab, in denen die nicht krisenreich waren. Und insbesondere hat sich ja in der Diskussion herauskristallisiert, welche Bedeutung dieses Jahr, diese Krisen in der Zwischenkriegszeit hatten und welche Erinnerungen und auch welche Symbole sich daraus herausgestellt haben, was das für die Menschen bedeutet hat und wie dieses Jahr 1923 einen Wendepunkt in der Zwischenkriegszeit für Deutschland dargestellt hat. Wolfgang Hasberg already incorporated much of the things we thought about in the third session in his summary of the first day, so I'll only try to pinpoint the most important points. The starting point of our discussion was the question whether the Völkerbund, the League of Nations, actually is a lieu de mémoire, an Erinnerungsort or a memory site today. And this led us to a discussion of the question whether there is such a thing as a national collective memory, and if it's actually useful to talk about national collective memories in our project. And we realized pretty quickly that it would be much more effective, we think, to look at transnational ideas and movements, like, for example, the women's movement, the workers' movement, or certain trends in art and architecture, which in this time basically are important all around Europe. So like, we look at those, I would call it global ideas, and how those global ideas were realized locally. Like, for example, what was important to the women's movement in Villeneuve-d'Ascq, and what wasn't? How did workers in Oulu celebrate the 1st of May? And we could do this by looking, for example, at local newspapers, at publication, at festivities, and thus try to examine how those big ideas actually were incorporated in everyday life. And I don't know if you want to add something, but I think you already said so much. So, or you, perhaps there are questions from the audience, and you can add some examples. Yes, if you have any questions or do want some more examples, please tell me. But I think our main idea was to look at global ideas in a local perspective, and to not be afraid to leave the national perspective out of it.
basically, these are our results. What are your results? Do you have some remarks on the sessions in this morning and in the afternoon? Obviously not. Haben wir hier noch irgendwelche Fragen? Oder wollen Sie noch für heute irgendwelche Botschaften an unsere Gäste im Zuhause geben? Das ist jetzt die letzte Gelegenheit, bevor wir uns dann zum Abendessen begeben müssen. Oder durch? Okay, but you have now the whole night to consider if you will agree with our results or if you have some remarks which can be put in our, in our debate tomorrow, because there is another section where the results are presented again. We have to go to the dinner. I hope you have something to eat at home. And after